Ihr wisst ja, es gibt bestimmte Standards, was ein Kosmetikprodukt für mich erfüllen muss. Es muss vegan sein. Es muss reizfrei sein, also keine Duftstoffe, nach Möglichkeiten kein Alkohol, also nichts, was irgendwie die Haut irritiert. Dann sollte es nach Möglichkeiten tierversuchsfrei sein, vegan sein und ohne Mikroplastik sein. Klingt alles irgendwie schwierig. DM ist hergegangen und hat aus vielen seiner Balea-Produkten das Mikroplastik rausgelassen. Und somit sind die Balea-Med-Produkte auf einmal interessant geworden für mich. Heute stelle ich euch die 7% Urea Ultrasensitive Creme vor. Und wie ich die finde, sage ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ihr wisst ja, ich interessiere mich sehr für die Thematik Mikroplastik in Kosmetik. Es wird langsam besser, aber eben nur langsam. Dieses Problem ist aber allgegenwärtig. Also hier nochmal die Sensibilisierung für euch. Bitte informiert euch bezüglich eurer Kosmetik, was wo drin ist. Es ist lästig, ich weiß. Aber man kann beispielsweise so Apps verwenden wie CodeCheck oder so. Da erkennt man meistens Mikroplastik recht schnell. Oder sich wirklich halt mal so die gängigsten Flüssigplastik, Carbomere etc. aufschreiben. Gibt es alles im Internet. Ich habe auch ein Video zum Thema gemacht. Verlinke ich dir mal unter dem i. Und da hat wirklich mal so ein bisschen die Inhaltsstoffe durchpauken. Es ist natürlich unwahrscheinlich einfach, wenn Produkte jetzt ein Siegel haben ohne Mikroplastik, dann sind sie natürlich von vornherein für mich gleich schon interessanter. Fallt auf dieses Marketing nicht rein. Es sind noch lange nicht alle Produkte ohne Mikroplastik. Dazu gibt es aber ein extra Video. Und heute stelle ich euch mal die Ultrasensitiv-Intensivcreme mit 7% Urea vor. Wisst ihr, wie lange ich dieses Zeug schon ausprobieren möchte? Wisst ihr, das ist einfach ständig ausverkauft. Und allein schon davon merkt man halt so ein bisschen, das Zeug muss gut sein. Ich habe vor längerer Zeit jetzt mal ein Video über Urea gemacht. Das verlinke ich dir auch mal unter dem i. Da gehe ich näher auf den Inhaltsstoff ein, also ein kleiner Faktencheck. Wer Urea nicht kennt und nicht weiß, was Urea alles anstellen kann, ist ein super guter Inhaltsstoff. Ich hätte nie gedacht, dass der bei mir irgendwas bewirken kann. Ne? Also, wenn man von verschiedenen Inhaltsstoffen einfach eine ganz falsche Vorstellung hat. Ich habe von so Cremes immer gedacht, formulierungstechnisch, das kann ich nicht nehmen, das ist zu fettig. Absolut nicht. Also ich habe noch nie so eine wilde Formulierung erlebt. Also die Formulierung, die ist so gigantisch gut, die zieht ein. Ihr wisst, ich habe mit verschiedenen Formulierungen Probleme. Das heißt, es legt sich bei mir nur aufs Gesicht drauf und geht nicht rein. Na, also wenn nur so ein bisschen Feuchtigkeit bei mir auf dem Gesicht drauf ist, guckt weg. Das ist so genial. Das ist so genial. Wenn bei mir nur so ein bisschen Feuchtigkeit auf dem Gesicht drauf ist, gehen verschiedene Formulierungen einfach nicht rein. Ich hatte, glaube ich, gängig immer Probleme mit der I+N-Creme. Mit Lavera hatte ich Probleme. Gut, das sind jetzt alles Cremes, die eben Duftstoffe enthalten, die jetzt für mich gar nicht mehr in Frage kommen. Aber die ist mal mega gut. Für ein Balea-Produkt. Ist die ein bisschen teurer mit 3,95 €? Ich habe euch mal die Inhaltsstoffe. Da könnt ihr mal gucken, was da alles drin ist. Und ich habe halt hauttechnisch, also Mischhaut, aber eine Mischhaut, die jetzt in die trockene Richtung geht. Hier T-Zone fertig, hier unten grundsätzlich immer trocken. Ja, also, wenn ich längere Zeit da nicht so drauf achte, und nicht explizit jetzt da zum Beispiel diese Urea-Creme drauf mache. Das sind so Stellen für mich hier, da kommt die halt einfach drauf. Dann schuppt sich das bei mir. Einfach grundsätzlich immer. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber das ist halt einfach meine Mischhaut. Da unten ist sie halt einfach trocken. Kann man halt einfach nicht ändern. Aber egal, wo ich die Creme auf dem Gesicht auftrage, da
reagiere ich so super positiv drauf und vor allem dieses Schuppige geht sehr schnell weg. Also mit 7% Urea sind wir hier auch echt wahnsinnig auf der richtig guten Seite. Es gibt von dieser Urea-Reihe, glaube ich, noch andere Produkte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Müsste mal im DM-Sortiment gucken, was es da alles von Baliamid gibt. Ich denke, es gibt noch eine Bodylotion oder so. Das ist nämlich mega interessant für Leute, die eben beispielsweise mit der Haut unwahrscheinlich Probleme haben. Vielleicht auch irgendwie Neurodermitis haben, aber da empfiehlt es sich beispielsweise auch Urea-Produkte zu verwenden, die ein bisschen höher dosiert sind. Also da nicht davon zurückschrecken und auch mal eine etwas stärkere Creme kaufen. Das Tolle ist halt, so viel nicht vegane Alternativen gibt es gar nicht. Ich kenne die von Rossmann selber nicht. Wenn du mit der von Rossmann Erfahrungen hast, kannst du mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich finde es einfach total gut, also dass man sowas in der Drogerie bekommt, dass man sowas für einen recht angenehmen Preis bekommt, gerade weil so Hautproblematiken, trockene Haut, Neurodermitis etc. eben halt schon ein gängiges Problem ist in unserer Bevölkerung. Und gerade wer das kennt, wenn die Haut so sich schuppt oder juckt oder so, da braucht man eben eine Hilfe. Und da ist die Creme einfach einzigartig gut. Ich verwende sie nicht regelmäßig, sage ich an der Stelle auch, weil ich sie einfach nicht regelmäßig brauche. Aber ich könnte sie ohne weiteres regelmäßig auftragen, weil die einfach so in die Tiefe einzieht. Das ist das Schöne an der Sache. Die zieht ein und du hast so ein richtig frisches, glattes Gefühl auf der Haut. Und die liegt halt einfach nicht obendrauf, wie ich es bei verschiedenen Formulierungen habe. Und das ist das Schöne an der Sache. Und du hast halt richtig ein richtig feuchtes, glattes, tolles Gefühl im Gesicht. Und das macht die ganze Sache unwahrscheinlich toll. Guckt euch unbedingt mal die Ultrasensitiv-Reihe an von Balea. Die ist einfach mega gut. Und die Creme, wenn das bei euch auch so ist, die ist einfach grundsätzlich, ist die einfach weg. Ne? Also, ich habe jetzt noch einiges in der Tube drin, denke aber, dass ich mir die auf jeden Fall nachkaufe. Gerade hier in dem Bereich ist es einfach eine tolle Sache. Was ich mir in der Kombination vielleicht noch wünschen würde, wäre irgendwie ein Inhaltsstoff mit, keine Ahnung, also als Inhaltsstoff jetzt irgendwie ein Ceramid oder so. Müssen ja nicht gleich sieben sein, wie jetzt bei der Creme von Colibri, aber vielleicht ein oder zwei Ceramide, die irgendwie gut für die Haut sind, dann wäre die ganze Geschichte noch boah, gar nicht mehr zu toppen. Gar nicht mehr zu toppen. Aber so haben wir eben Urea als Inhaltsstoff in der Creme drin und muss einfach sagen, ich liebe das Zeug, das ist echt mega gut. Und es ist einfach keine Verwunderung, warum dieses Produkt in meinem Markt ständig weg ist. Ständig weg. Kennst du das Produkt? Hast du Erfahrungen damit gemacht? Auch wenn deine Erfahrungen komplett sich abheben von meinen Erfahrungen, schreib das unten in die Kommentare. Warum ist das wichtig? Damit kann der Zuschauer einfach abwägen, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht. Es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Also, wir treffen uns in den Kommentaren wieder. Ich sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.